wunderschönen guten Abend heute mal in Räuberzivil. Und das hat auch alles einen Grund, ne? Harald Schmidt eingestellt. Thomas Gottschalk eingestellt. Und dann habe ich jetzt unsere Quoten gekriegt. Und es ist unglaublich, aber wahr. 23 Leute gucken uns noch. 23. Habe ich mir gedacht, müssen wir auch mal was einstellen an der ganzen Geschichte. Und damit herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Auch im Namen meines Kamerapraktikanten, das Kamerateam ist schon gekündigt. Janosch, ich würde sagen, stell die Kamera hin. Komm, auf den Schreck trinken wir heute erstmal ein. Ich gebe einen aus. Ich habe hier echt Fusel. Ja, Damon, komm, dann spiel halt mit. Mann, der schreit rum. Der schreit rum. Er auch jetzt weiß, dass seit Tagen nichts mehr gefressen. Ja. Damon, komm her. Komm, komm, mach halt mit, Digga. Ja, schenk ein, Junge. Ja. Mensch, das war eine Zeit, weißt du, wann wir angefangen haben? Vor 34 oder 35 Folgen. Unglaublich, ne? Den Titanic-Untergang. Ja, genau. Den hatten wir. Kaiser Wilhelm hat noch eine Rede gehalten, dann haben wir angefangen. Und dann ging's los. Mann, Mann, Mann. Ich meine, du bist jetzt seit, wie lange bist du hier? Ich bin seit 109 Jahren dein Praktikant. Ja, du bist ja arbeitslos im Grunde, aber ich jetzt auch, ne? Prost. Ja, ja. So schnell kann es gehen. Mhm. Alles für die Katz. Was macht man denn? Was sind denn zukunftsträchtige Berufe heutzutage? Hier irgendwas mit Medien? Ist es nicht. Chef. Was? Ich habe mich da mal umgehört. Ach was? In unserer Reihe Berufe mit Zukunft stellen wir Ihnen heute mal den Marktrufer vor. Der Marktrufer ist nicht zu verwechseln mit dem Anrufer. Es gibt aber doch Parallelen und denen werden wir jetzt mal auf den Grund gehen. Berufe mit Zukunft heute, der Marktrufer. Was ist hier los? Hast du denn diese leckere Wurst schon mal gesehen? Hast du sowas Leckeres schon mal gesehen? Ist das nicht toll? Hast du als Bundeskanzler jetzt kandidiert? Ich bin gerade dabei und ich finde, man sollte bei der Wurst anfangen, beziehungsweise beim Marktrufer. Sie könnten ja eigentlich Bundeskanzler sein, Bundeskanzler ja, werden. Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde sofort der Blumenkohl verboten. Es gibt nur noch Wurst. Das wäre das erste Gesetz, was ich durchbringen würde. Sollte denn eigentlich jeder Politiker mal als Marktrufer, Marktschreier anfangen? Ich glaube nicht, dass sie das können. Sie sind mehr so Sesselpupser, ne? Ja. Dann müssten die das erste Mal arbeiten. Wie wäre das denn? Schrecklich, ne? Was muss man denn als Marktrufer können? Wie wird man denn Marktrufer? Eigentlich muss man gar nichts können. Man muss nur sehen, dass man das Geld reinkriegt. Kommt drauf, wo die beschissen werden. Manchmal sogar 22 Euro. Bei uns heute nur 10 Euro das ganze Sortiment. Ja, wer da nicht zusteht, weiß ich auch nicht. Der muss sich ja wieder intravenös ernähren lassen. Ne? Pass mal auf, jetzt kommt ihr mal alle her. Hier ist der Mann mit der Kamera. Ihr kommt aus Fernsehen. Kommt erstmal her, ihr Wurster. Gebt mal einen aus hier. Mal gratis. Kommt mal her, holt euch alle mal ein Stück Wurst ab hier. Komm hier, ohne Geld, ohne Geld, hier, hallo, ohne Geld, ohne Geld. Ja. Kommt mal, die fressen mir aus der Hand. Kommen Sie ran. Hier, alles gratis. Komm her jetzt hier. Gratis Wurst, hier fliegen die Würste. Ist das denn die Möglichkeit? Hallo, Schweinemörder, ich hab eine Serie. Du hast eine Serie? Jawohl, zwei auf einen Schlag. Das war ja noch nie da. Braunschweiger, Streichmettwurst, weiche Wurst. Diese Wurst kannst du noch essen, wenn die Zähne im anderen Zimmer schon schlafen. So weich. Die Wurst ist genauso weich wie die Birne vom Obstverkäufer. Rein damit hier. Zack, immer 10 Euro. Bitte schön. Geh mal küssen. Küsschen. Aber richtig fest, ey. Mal richtig. Das ist ein tolles Geschäft, ne? Ha? Unglaublich. Hast du schon mal so leicht Geld verdient? Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Und 10 Euro diese... Ich gehe jetzt mal, ich stelle mich mal. Einfach mal, ne? Das Geld ist schon mal zur Banane. Vielleicht kannst du das auch. So. So, dann wünsche ich euch auch viel Spaß und dann kommt mal alle her und bringt mir bitte euer Geld. Ist das ein Beruf für dieses Jahr? Her mit eurem Geld, ne? Her mit eurem Geld? Ja. Hier können wir auch her mit eurem Geld.
23 Leute gucken uns noch zu. Ist ja kein Wunder. Ne? Kommt ja nichts. Wir können uns das ja alles gar nicht leisten, wofür wir hier... Hier den ganzen... Ja. Die Stromrechnung ist auch gekommen. Unglaublich. Die Scheinwerfer müssen verkauft werden. Ja, eBay. Steht demnächst drin. Was werden denn die Leute sagen, wenn es uns nicht mehr gibt? Wahrscheinlich nichts. Also das wäre doch noch mal eine schöne Aufgabe, das mal rauszufinden, oder? Vielleicht können uns ja die Leute auch was schreiben. Gute Idee. Das kostet ja nichts. E-Mail ist ja noch kostenlos. Also gerne Kondolenzwünsche ins Kondolenzbuch. Das ist eröffnet unter post@danielebert.de. Ist unten eingeblendet, aber... Die Kondolenz-E-Mail? Ja. Vielleicht haben wir auch eine Marktlücke entdeckt und werden jetzt doch wieder reich. Als Kondolenzer. Als Kondolenzer Reis ist nicht die ärmste. Hast du nichts mehr zu trinken? Ich möchte gerne überleiten, ja, zu der Umfrage, die du gemacht hast für Leute ohne Internet. Was sagen die denn, dass die wunderbare Welt eingestellt wird? Schauen Sie mal. Ich habe eine ganz kurze Frage an Sie. Bitte. Die wunderbare Welt des Herrn Ebert, die soll eingestellt werden. Was sagen Sie denn dazu? Wer soll eingestellt werden? Die wunderbare Welt des Herrn Ebert soll eingestellt werden. Also ich habe da keinen Durchblick, von daher habe ich da auch nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Darf ich ganz kurz was fragen, Madame? Die wunderbare Welt des Herrn Ebert, die soll eingestellt werden. Was sagen Sie? Ich bin von hier. Wo kommen Sie denn her? Aus Recklinghausen. Da gibt es auch die wunderbare Welt. Das weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nichts zu sagen. Erst Harald Schmidt, dann Thomas Gottschalk, jetzt die wunderbare Welt. Ich weiß nichts so darüber. Frag den. Der nächste, bitte. Erst Harald Schmidt, dann Thomas Gottschalk, jetzt die wunderbare Welt. Was sagen Sie dazu? Ich würde gerne was dazu sagen, aber das Problem ist, ich habe seit 3-4 Wochen gucke ich kein Fernsehen so intensiv und deswegen weiß ich auch jetzt nicht, was ich dazu sagen würde. Die wunderbare Welt gibt es im Internet? Im Internet. Haben Sie Internet? Internet habe ich, ja. Ich muss jetzt gehen. Okay. Die wunderbare Welt des Herrn Ebert, die soll eingestellt werden. Was sagen Sie denn dazu? Die nächste Show. Ebert, wer ist das? Erst Harald Schmidt, dann Thomas Gottschalk, jetzt die wunderbare Welt des Herrn Ebert. Ja, das weiß ich nicht, das ist mir egal. Die wunderbare Welt des Herrn Ebert soll eingestellt werden. Was sagen Sie denn dazu? Den kenne ich wiederum nicht, aber den Herrn Gottschalk können Sie ruhig einstellen. Das hatten Sie doch eben auch gefragt, gell? Warum kann man den einstellen? Ja, weil er einfach inzwischen zu alt ist, zu überdreht im Fernsehen, so viel Geld verdient und nicht mehr aktuell ist. Sollte Herr Ebert vielleicht Gottschalk TV auch moderieren? Wenn ich doch wüsste, wer der Herr Ebert ist, wäre das ja vielleicht eine Alternative, aber kann ich ja nicht beantworten. Wir versuchen, dem mal auf den Grund zu gehen. Vielen Dank. Das wäre richtig nett. Schönen Tag. Ihnen auch. Was soll eingestellt werden? Die wunderbare Welt des Herrn Ebert. Was sage ich denn dazu? Ich weiß nicht. Denken Sie sich irgendwas aus, was Sie jetzt sagen. Schade. Das geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Immer, also, dass alles eingestellt wird. Immer. Ich muss lachen. Die wunderbare Welt des Herrn Ebert soll eingestellt werden. Was sagen Sie denn dazu? Schade. Es kann nicht sein. Nochmal? Ja, einmal noch. Ja. Sind sofort fertig? Erwartet. Die wunderbare Welt des Herrn Ebert, die soll eingestellt werden. Was sagen Sie denn dazu? Schade. Echt toll. Immer wieder was anderes. Danke. Na? Okay. Jetzt kommen wir da. Danke. Fertig. Schönen Tag noch. Ja, Leute, so schnell ist es manchmal vorbei mit dem ganzen Zauber, aber... Wir wollen es ja nicht ganz so sang- und klanglos vor allen Dingen vorübergehen lassen. Ich habe da mal was vorbereitet. Würde ich sagen, du hältst das Schlusswort, der Praktikant macht das Licht aus. Ja? Ja. Und ich gehe mal rüber. Wenn's vielen Dank, ist. Chef. Wollte ja. Ich noch sagen, für die 109 Jahre Zusammenarbeit. Dafür nicht. Ne? Vielen Dank, dass Sie uns so treu geblieben sind. Und ich gehe dann mal. Tschüss. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, reicht für eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Könnt ihr euch erinnern, wie das hier begann, als bei uns der Regner Tobias noch sang? Der war schon beim Bowlen und hat dort gesiegt, und wir haben ganz schlechte Quoten gekriegt. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, reicht für eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Durstewitz Christian, der war auch schon do, der kam von Herrn Raab, unser Star für Oslo. Der Mann war der Hammer mit seinem Gesang, doch währte der Ruhm bei ihm und uns auch nicht lang. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, reicht für eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Zum Schluss noch ein Dank an die, die das jetzt sehen. Wir sind nicht mehr viele und trotzdem war's schön. Ich sage zu euch jetzt ganz leise Ade. Ich komm mir grad vor wie die FDP. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, reicht für eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, reicht für eine, ich höre auf zu rauchen, und ein letztes Glas im Stehen. Tschüss, vielleicht.